Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. So, wir werden jetzt mal schauen. Wir werden jetzt jagen gehen auf jeden Fall, dass wir mal Leder bekommen. Sauerstoff mache ich jetzt auch mal hier rein. Stein, ja. Oder machen wir auch erstmal rein, das auch. Ich habe mal die Kisten etwas sortiert, weil ich brauche weitere Kisten, das reicht. Von vorne bis hinten nicht. Das ist einfach zu wenig. So, dass wir erstmal schön leicht sind. Alles klar, so, dann will ich nochmal schnell die Leiste unten mal nochmal neu sortieren. Also Bogen auf 1, den Rest dann einfach da unten rein, zack, fertig. I, oder? Ja, doch. Heilung mache ich mal auf 0. Das kann raus. Bau, der Hammer. Oder warte mal. Das machen wir dahin. Das dahin. Das dahin. Okay. Na stimmt, wir haben keine Plätze mehr. Kann ich das eigentlich auch einfach hinschmeißen? Fallen lassen. Okay, lass ich erstmal da liegen. Alles klar, dann geht's los. Okay, der hat uns schon bemerkt. Shit. Und ich habe immer noch die Taste noch nicht belegt. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig, warum man nicht abbrechen kann. Und die nicht schon von Anfang an belegt ist. Aber gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Gehen jetzt mal auf die Jagd. Kann man das hier sammeln? Ja, kann man. Medizinische. Okay. Tiere haben wir ja hier eigentlich normalerweise genug. Wo ich sagen muss, ist im Moment ist es relativ ruhig. Ne? Jetzt die Frage, welche Seite gehen wir als erstes? Wir wollen ja auch ein bisschen erkundschaften. Steine haben wir auch mehr als genug. Sauerstoff eigentlich auch. Ne? Das wollte ich auch unbedingt mitnehmen. Sag mal, wo war es denn jetzt gewesen hier? Ich denke mal, auf Rang 2 können wir mit Sicherheit dann auch. Können wir mit Sicherheit auch Steinwände herstellen. Aber das bringt jetzt nichts, glaube ich, das zu fahren. Ist, glaube ich, ein bisschen zu früh noch. Das kommen ja erst ab Level 10, kommen wir den ran. Daher. So, ich höre schon überall Tiere, aber ich sehe. Aktuell. Keine Tiere. Aber ich höre die ganze Zeit hier überall. Sind die direkt zwischen den Bäumen um oder dazwischen? Verdammt. Na gut, der ist kaputt gegangen. Läuft da. Ist ganz gut, dass er sogar noch eine lange Zeit markiert bleibt. Sonst auf jeden Fall das Ganze ein bisschen leichter macht. Dürfen ihn jetzt bloß nicht aus den Augen verlieren.
Jetzt haben wir ihn aus den Augen verloren. Auf jeden Fall da hochgelaufen. Da hinten ist er. Sieht uns auch nicht mehr. Wir haben ihn wieder erwischt. Okay, er sieht uns gerade aktuell. Jetzt nicht mehr. Ach, mit R tue ich das Abbrechen. Alles klar. Und mit R tue ich auch nachladen. Ah, da kann ich mit R gedrückt halten, kann ich auch die Pfeile wechseln. Interessant. Okay, der Sturm, irgendwie ist kein Sturm anscheinend gekommen. Wettervorhersage ist mal wie in Real Life. Ich weiß nicht genau, in welchem Zeitalter wir hier genau sind. Keine Ahnung, 200-300 Jahre voraus. Und wir können immer noch nicht die Wettervorhersagen sagen. Das ist interessant. Ja, der ist weg. Schade. Wir haben drei Pfeile reingeballert, aber die halten doch eine Menge aus, die großen. Da muss man, glaube ich, 4-5 Pfeile bestimmt. Am besten Kopfschuss, um den Höchstschaden zu bekommen. Ja, ich sehe den auch gerade nirgendwo mehr. Ich sehe allgemein gerade sehr wenige Tiere. Da hinten sind welche. Das sind zwei Pferde. Das ist ganz gut, auch wenn die uns angreifen. Das ist aber nicht schlimm. Weil die hauen wenigstens nicht ab. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass die Leder droppen oder was anderes. 1, 2, ja, es sind zwei Pferde anscheinend. Ich habe wieder Hunger. Da ist eins. Da unten ist das andere. Hundert. Oh. Alter, was ist denn mit dem Pferd los? Okay, wir haben's. Da liegt das andere. Da liegt das, das ist das kleine Pferd. Könnt's natürlich jetzt schon tame. Ups. Aber ich glaube, das bringt noch nichts. Weil wir müssen dafür einige Sachen brauchen wir dafür. Alter, wie viel das aushält. Oh shit. Mal eins in den Arsch rein. So. Okay, Messer. Zwei hatten wir das reingemacht. Wir brauchen auch sowieso erstmal das Fell. Knochenleder, 15. Ja, genau. Das meine ich ja auch vorhin. Nicht Fell, Knochen brauchen wir. Ach. Ich bringe alles durcheinander. Also wir brauchen Leder. So, jetzt haben wir es. Ich dachte wirklich gerade, da wird ein Spieler rumlaufen, aber das wäre ja unlogisch. Was läuft da hinten lang? Keine Ahnung. Aber wir spielen ja auf privat. 15, nee, 11 Leder. Nimm wieder alles mit. Da ist ein Bock. Das war kein Headshot.
Also mit dem Headshot könnte man es vielleicht die kleineren vielleicht sogar erlegen. Rombo ist hier immer noch ein Pferd. Ich weiß auch nicht, ein kleines oder ein großes. 12 Leder. Die Vorhersage sagt im Moment nichts Direktes voraus. Noch ist das Wetter gut. Was ist das denn? Was ist denn das? Salz. Okay, interessant. Ich weiß nicht, für was wir Salz gebrauchen könnten. Aber... Da hinten ist ein Pferd. Wir brauchen Holz. Nehmen wir nochmal ein paar Steine mit. Holz. Ist hier irgendwo ein das kleine Pferd? Ich glaube, das eine hatte gar kein Pferd dabei gehabt. Und so ein kleines. Anscheinend. Nee. Also für zu Hause ist der Ballon, der Sauerstoffballon, nenne ich mal den, ist wirklich sehr praktisch, weil er einfach weit, weit weniger Sauerstoff verbraucht, als wenn wir immer das Zeug da reinmachen bei uns. Das ist schon mal sehr gut. Wenn wir bei der Base sind, müssen wir einfach nur rausnehmen und immer genug da haben. Dann ist das kein Problem. Ich denke mal, später wird das bestimmt nochmal einfacher werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Wetter sieht im Moment noch gut aus. Ah, das Salz könnten wir vielleicht mal abbauen. Ich weiß nicht, für was wir es brauchen. Keine Ahnung. Viel bekommen wir auf jeden Fall nicht. Anscheinend. Ich muss mal die Mausempfindlichkeit auch mal ein bisschen höher stellen. Ist ein bisschen zu niedrig. Okay. Mal hier nochmal ein bisschen mit. Okay, es geht los, Leute. Das Wetter Umschwung. In wenigen Minuten kommt das Umwetter. Wir sollten definitiv zurückgehen. Ich will jetzt nicht ein Risiko, auch noch Gewitter. Nimm nur mal hier so ein bisschen hier Essen mit, was man hier gerade so finden auf die Schnelle. Pflanzenfasern kann man noch mal ein bisschen mitnehmen. Oh ja, es geht los. Es wird jetzt richtig abgehen. Oh ja, da kommt ein schweres Gewitter. Da kommt der schwere Sturm.
Okay, also das heißt, wenn es so ungefähr die Mitte erreicht hat von der, von den Endbalken, sag ich mal, dann wird wahrscheinlich kommt das Unwetter. Alles klar. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir essen haben wir. Ja, wir haben mehr als genug zu essen. Hier liegt auch noch alles rum. Lassen wir aber alles mal liegen. Hase, du bleibst hier. Nee. Hasen sind natürlich richtig schnell. Die sterben natürlich unglaublich schnell. Aber sie sind halt sehr klein und sehr flink. Okay, schnell rein hier. Okay, wir haben Holz zur Not. Das liegt da draußen. Das liegt natürlich sehr gut. Nehmen wir mal mit. Weil es wird definitiv irgendwas kaputt gehen jetzt. Muss auch ein bisschen lauter reden jetzt hier, weil es wird jetzt laut. Jetzt geht's ab hier. Oh, oh mein Gott. Licht anmachen. Jetzt mal sehen, wo es kaputt geht. Ja, hier geht schon los überall. Hammer an die Hand nehmen. Ne, das. Und doch, jetzt hier. Das sieht man schon. Vor allem das Dach geht als erstes anscheinend. Ja, das Dach leidet am schnellsten. Ich würde schon mal gerne mal rausgucken, ne? Ein Foto würde ich auch mal gerne machen. Paparazzi ist wieder unterwegs. Boah, Alter, so schnell kann ich gar nicht hier drücken. Dass ich einen Blitz mal einfange. Na, mal was so hier. Oh mein Gott, es geht los hier. Richtig heftig. Da ist die Wand kaputt. Oh mein Gott, wie schnell das geht. Ah, die Balken dazwischen sind, die gehen, können ja auch, ne? Auch kaputt gehen, sehe ich gerade. Ich hoffe, wir haben genug Holz. Ne, was mal, was tue ich denn verbrauchen? Etwa Stöcker oder was? Wenn ja, dann wäre das sogar sehr gut, weil Stöcker haben wir mehr als genug davon. Oh, Licht an wieder. Da hat die Ecke. Es wird natürlich jetzt erstmal so bleiben. Wahrscheinlich ein paar Tage noch, weil ja. Zeit, ne? Wird man jetzt erstmal nichts machen können dagegen, bis wir dann Level 10 sind. Und dann werden wir es sofort upgraden auf Stein. Da muss ich mal schauen, wie ich das baue. Keine Ahnung. Also ich habe schon die Lust und die Laune, weil ich habe mir auch bei Steam auch schon ein paar Bilder angeguckt. Da fand ich schon sehr coole Bauwerke, die ich definitiv auch machen will. Da hat einer wirklich eine richtig geile Villa gebaut.
Und das sah wirklich sehr, sehr cool aus. Der Boden gefällt mir gar nicht, ne? Kann man die nicht anders umdrehen? Salz, was ist das? Ja, wir brauchen auch unbedingt halt eine Kiste. Noch weitere. Dass es ein bisschen besser sortiert wird, das Ganze. Schilder, glaube ich, kann man, glaube ich, auch machen. Wenn ich mich nicht täusche. Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube schon. Was haben wir jetzt hier? Knochen, Leder kommt hier rein. Genau. Fell können wir auch hier drin lassen. Stöcker nehme ich mal raus. Faser nehme ich auch mal raus. Hier mache ich mal das rein. Und auch provisorisch erstmal die Holzsachen hier. Also sowas hier. Und das hier können wir auch mal rausnehmen. Werden sogar zur Not zwei Wände. Wenn es mal wirklich drauf ankommen sollte. Das machen wir da rein. Wie schon gesagt, hier Felle. Leder, Knochen kommen hier rein. Die wird sowieso relativ schnell voll sein, wenn wir dann einiges noch farmen werden. Fasern. Hier machen wir die Stöcker rein. Ach, wir brauchen noch mal Kisten ab. Boah, die sind halt so klein. Aber der Sturm haben wir erstmal überlebt. Es war auch, ich würde jetzt mal behaupten, so ein mittelmäßiger Sturm. Wow. Boah, da muss ich ein Foto machen. Paparazzi ist wieder unterwegs hier. Foto, bitte lächeln. Boah, das sieht nice aus, ne? Das ist wirklich geil. Sowas liebe ich. So welche Sachen. In dem Game. Das finde ich schon sehr stark. Da gibt es nicht viele Spiele, die sowas können. Die sowas simulieren. Feuer. Was sich auch vielleicht... Ja gut, das Ausbreiten geht wirklich sehr lahm. Also lahm. Natürlich breitet sich Feuer jetzt nicht rasant aus, wenn es vor einer geregnet hat. Braucht das auch eine Weile. Aber da hinten sieht man auch, der eine Baum entzündet sich schon. Und auch die ersten Flammen schon da zu sehen. Und jetzt geht er ganz auf. Oh, Tannenbaum. Ach, wir haben ja schon Weihnachten schon vorbei. Also wenn ihr das seht, ist schon Weihnachten vorbei. Bei mir war ja erst Weihnachten gewesen. Wenn das aber rauskommt, die ganze Folge, überhaupt das ganze Let's Play Projekt, haben wir schon längst Neujahr. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das raus... bringe, aber ich will erstmal vorausarbeiten, das Ganze. Um so ein bisschen Luft dazwischen zu haben. Ich tue ja immer vorproduzieren, das Ganze. Weil sonst würde das gar nicht so gehen, wie ich das mache. Zumindest nicht bei so vielen Spielen. Deswegen. Das sieht schon sehr nice aus. Natürlich mit einer RTX-Grafikkarte wird das wahrscheinlich mit Sicherheit nochmal wesentlich schöner aussehen. Am besten 4090. Das wäre natürlich dann noch schöner. Aber 2000 Euro erstmal für eine Grafikkarte hinzublättern, würde mir jetzt aktuell auch gar nichts bringen. Selbst wenn ich das Geld hätte, würde das gar nichts bringen. Weil mein Prozessor würde um mein... Manboard würde das komplett ausbremsen. Das Ganze ist, also da würde die Grafikkarte gar nicht die Leistung bringen können, weil die ganzen anderen Hardware-Teile einfach, dafür nicht die Leistung haben. Okay, sieht anscheinend so aus. Sind die dann eigentlich dann auch verkohlt? Die Bäume oder dahin entzünden sich noch weitere Bäume. Das sieht schon sehr nice aus, ne? Gut, der Himmel sieht jetzt nicht unbedingt gerade geil aus. Da hätte ich
mir irgendwie was Besseres gewünscht. Keine Ahnung, das sieht irgendwie so komisch aus. Das sieht nicht aus wie Sterne. Das sieht aus, wie ich in einer Höhle wäre, so ein bisschen. Einer sehr großen Höhle. Aber das kann ja nicht sein, weil da würden ja die Planeten da nicht zu sehen sein. Na gut, okay. Also, das Wetter ist ja jetzt erstmal wieder hier vorüber. Das heißt, wir machen jetzt mal Feuer. Und das Essen. Oh, eins ist noch übrig geblieben. Nice. Okay. Jetzt machen wir mal hier rein. Das auch. Oder warte mal, verdorbenes Ausdauer, Gesundheit, Nahrung. Warte mal, verdorbenes Fleisch tut was? Ah, okay, Gesundheit minus. Aber da oben Gesundheit minus, da aber plus Gesundheit. Nahrung kritisch, jetzt übertreibt man nicht, ne? Warum Nahrung kritisch? Ist das so schlimm, ist jetzt auch nicht. Okay, das Feuer, wie es aussieht, beruhigt sich langsam wieder. Das ist schon sehr, sehr cool, muss ich sagen, mit dem Feuer. Aber mit dem verdorbenen Fleisch. Boost für Ausdauer, Gesundheit und Regeneration. Aber da wiederum minus 20 Gesundheit bei Verbrauch und plus Nahrung bei Konsum. Wenn ich das jetzt... Ah, ich kann es gar nicht konsumieren. Okay, kann man das irgendwie nochmal weiter verarbeiten oder wie? Hm... Okay, noch eins kann man essen. Den Rest würde ich einfach sagen. Hier, warte mal, noch nicht weitermachen. Aber das geht jetzt runter. Na, 170 Minuten, 570 Sekunden. Es ist vergammelt, verdorben. Aber bevor es verderbt, kann man es nochmal anmachen. Und dann wird er das fertig machen. Und dann fängt es wieder von neu an. Somit hat man im Prinzip also über 1000 Sekunden, was jetzt auch nicht mega viel ist, aber es ist okay. So, das hier können wir, warum können wir das auf einmal nicht mehr aufsaugen? Ach, da ist gar nichts mehr drin. Okay, da sollte man auf jeden Fall immer drauf achten, dass da was drin ist. So. Hinzufügen 10 Stück wieder. Lass mal auffüllen. Ich höre schon wieder... Na, warte mal, das ist ein Pferd, ne? Warte mal, dann will ich doch... Ist doch hier... Da ist doch eins, ne? Nee, doch nicht. Ich dachte... Sah eben gerade so aus. Warte mal, blend das? Nee, macht keinen Unterschied. Nur meine Umgebung gerade, also hier. Mein Raum ist viel zu hell. Müsste eigentlich die Gardinen zumachen. Na gut. Also... Was wollte ich jetzt mal machen? Könnten... Ja doch, eine Kiste würde noch genau dahin passen. Ne? Ich würde sagen, wir machen immer eine Kiste dahin. Aber das wird nicht das letzte sein, was wir hier alles farmen. Da müssen wir mal gucken. Man kann drauf machen. Können es mal machen, weil ich glaube, wir können es wieder abmachen. Ne? Das ist die untere Kiste, das ist die... Das ist ja genial. Ja, dann passt das so super. Das passt ja super.
Dann haben wir genug Platz hier zum Laufen. Das sieht aus, wie es schon kaputt gehen würde, ne? Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ja, dass das irgendwie ein Fehler ist. Können wir nochmal reparieren, das Ganze. Können nochmal das Ganze kontrollieren überhaupt. Balken halten auf jeden Fall alles aus. Ganz schon mal gut. Das auch nochmal. Das ist auch ganz. Das auch. Das ist auch ganz. Die Tür auch. Balken auch. Der Boden dürfte eigentlich nichts abbekommen haben. Der Balken ist auch ganz. Ja, ist alles wieder repariert, alles klar. Also der mittlere Sturm geht eigentlich. Ist okay. Ist okay. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie viel haben wir denn jetzt von was. Fell war hier drin gewesen. Wie viel haben wir jetzt gesammelt? Nix. Gefühlt gar nichts. Müssen weiterfahren. Ja, wo ist denn das Leder jetzt hin? Bin ich denn dämlich? Wo habe ich denn das hingemacht? Hä, wir haben doch mehrmals Leder gefarmt. Habe ich das jetzt irgendwie irgendwo hingemacht? Oder habe ich das schon hier reingemacht? Nee, das kann nicht sein. Aber doch, könnte es sein. 113 haben wir. Ach doch, könnte hinkommen. Ich lasse das jetzt mal da drin. Das ist in Ordnung. Das ist auch soweit in Ordnung. Das auch. Das passt auch soweit. Na, warte mal, wir machen das so. Das hier ist so. Warum ist die Musik so gruselig? Die Musik ist wirklich ein bisschen gruselig ab und zu mal. Hört sich jedes Mal so an, wie gleich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Monster kommt. Das ist noch das Holz. Ja, das Holz ist doch ganz gut, dass wir so viel Stöcke haben. Das ist doch ganz gut gewesen, weil damit reparieren wir wohl das Haus. Mach das mal hier hin. Ja, das Sortieren ist manchmal ein bisschen nervig, weiß. Aber. Warte mal. Ich kann es auch sortieren. Ah. Öffnen. Dann schließt aber der das andere. Das ist natürlich sehr. Unpraktisch. Hä? Warum schließt er das? Warte mal, das ist meine Tasche. Das ist die Tasche. Wenn ich die aufmache, geht dann das zu wieder. Das ergibt ja mal absolut null Sinn. Das heißt, ich muss das da rausnehmen, dann da aufmachen und da reinmachen. Ja, gut. Ist jetzt nicht gerade super schlau. Oh mein Gott, Headshot. Ah ne, ist er im Wasser gefallen. Da ist er. Der Bock. Nee, warte mal. So, jetzt. Ja, alles nehmen. Das sind komische Geräusche manchmal. Da ist unsere Kapsel.
Dahin tut irgendwas uns sehen. Na gut, wir haben Licht an, ne? Logisch, dass sie uns sehen. Was ist da? Die komischen Dinger hier, die hier manchmal da rumfliegen sieht, das Gelbe. Das sieht ein bisschen albern aus, muss ich sagen. Ich weiß, das sollen so irgendwelche Partikel oder so sein. Oh, die Musik noch. Aber das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Wenn das doch umschwebt. Ich weiß nicht, dass in der Nacht andere Tiere noch unterwegs sind, die wir noch nicht begegnet sind. Ich glaube... Ich glaube aber nicht. Shit. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier gibt es nur die paar. Weil das wirklich noch ein Anfanggebiet ist. Hier geht es auf jeden Fall hinten hoch zu einem Schneebiom. Das, was wir gesehen haben auf der anderen, auf der größeren Karte. Das müsste hier, glaube ich, sein. Hier müsste irgendwo die Wüste sein. Hier müsste irgendwo, glaube ich, die Wüste sein. Hier müsste, ich weiß nicht mehr genau, was wie hier war. Das ist das andere mit den ganz viel Wasser, Flüssen. Sah auch sehr interessant aus. Ich würde gerne eine Markierung für das Haus haben auf der Karte. Ja, man kann es... Nee, das hat keine Markierung. Nee. Wir haben nur, das sind wir. Das Haus selber hat keine Markierung. Das wäre also schon cool, ne? Punkte haben wir gar keine, alles klar. Ne, dann brauchen wir da noch nicht reinzuschauen. Aber gut, ich würde sagen, ich mache mal hier wieder an dieser Stelle erstmal Schluss. Leider war die Jagd noch kein Erfolg gewesen, wo ich mir erhofft habe, dass wir mal einen Schlafplatz haben, um die Nacht zu überspringen. Aber wir haben immerhin ein schönes Feuer gesehen und ein cooles Gewitter. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Und wir haben es überlebt. Bäume habe ich jetzt keine gesehen, dass die umgeknickt sind. Und ich habe es irgendwie übersehen. Oder hinten ist noch einer. Oder, nee, warte mal. Ein Pferd. Ich glaube, die lassen nur Leder, ne? Aber kein Fell fallen. Ist aber auch nicht so schlimm. Oh! Also wenn man ziehen tut, bringt das nichts. Kann ich genauso gut aus der Hüfte schießen. Bei denen hier. Boah, was ist hier los? Alter, komm mal klar hier, da wohne ich. Ist doch schon mal gewusst. Wir haben... Warte mal. Stopp, reparieren. Oh, ich kann nicht reparieren. Okay, wir müssen Nahkampf. Er macht uns so das Haus kaputt. Boah, Alter, das macht 100, fast 200 macht das. Und es ist auch kaputt, natürlich. Dafür haben wir jetzt gerade keine Stöcker. Ja, das muss leider sein. Ich weiß, das ist traurig, aber so ist die Welt nun mal. Na gut, ich nehme die jetzt mal hier auseinander. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, würde ich mich mega freuen über Support. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.